Wenn wir von Philosophie sprechen, müssen wir natürlich erst einmal eine Begriffsbestimmung machen. Also wir müssen sagen, ey, was ist eigentlich Philosophie, wenn wir über Philosophie sprechen? Also wir müssen normalerweise Philosophie definieren, aber wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, dann kommt man ganz schnell, merkt man ganz schnell, dass es viele verschiedene Definitionen von Philosophie gibt. Man kann sogar über die Definition von Philosophie philosophieren, heißt es. Karl Friedrich von Weizsäcker hat das mal zu Worte gebracht. Er sagte, Philosophie ist die Wissenschaft, über die man nicht reden kann, ohne sie selbst zu betreiben. Das heißt, man philosophiert über die Definition von Philosophie. Aber wir müssen trotzdem schauen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Philosophie sprechen, damit auch klar ist, was die islamische Philosophie davon versteht. Der Begriff ist selbst, kann man aufteilen in zwei verschiedene Begriffe, Philo und Sophie. Daraus setzt sich das zusammen. Philo heißt eigentlich Liebe und Sophie heißt Weisheit. Das ist das, was wir im Islamischen als Hikma kennen, Weisheit. Kommt ja ganz häufig in der islamischen Literatur vor. Wortwörtlich also würde es heißen, Liebe zur Weisheit. Das wäre eine wortwörtliche Übersetzung, aber was man damit eher meint, ist ja halt Nachdenken über die Weisheit. Nachdenken über den Sinn, über die Weisheit oder ergründen oder deuten oder verstehen des Sinns von einer bestimmten Handlung. Und dann nimmt man ganz häufig halt eben als Beispiel immer die Gegenüberstellung zwischen ja, Physik und Philosophie ganz häufig. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, was auch auf Aristoteles und Newton zurückgeführt wird, wenn man sich zum Beispiel so einen, ja, so einen fallenden Stein überlegt. Was macht die Physik? Was fragt die Physik? Die Physik fragt eben, wie ist es runtergefallen? Wie ist dieser Stein runtergefallen? Dann gibt es dann verschiedene Begründungen dafür. Newton hat seine eigene Begründung mechanischer Natur oder es gibt halt eben Determinationsbegründung in der Physik. Was macht die Philosophie? Sie fragt nicht, wie der Stein runterfällt, sondern sie fragt halt eben nach der Weisheit. Warum? Die Frage wäre eine Frage, die in der philosophischen Wissenschaft angebrachter wäre. Das heißt, warum fällt überhaupt dieser Stein runter? Und das kennen wir halt eben von Aristoteles. Deshalb wird das ganz häufig gegenüberstellt mit Aristoteles und Newton, also Physik auf der einen Seite und Philosophie auf der anderen Seite. In der Frühzeit war es ganz häufig so, dass man diese Weisheit oder das, was wir vielleicht in der islamischen Philosophie als Hikma bezeichnen, immer versucht hat, durch verschiedene Mythen, durch Horoskope, durch Zauber etc. zu beschreiben. Das heißt, nicht nur in der islamischen Welt, sondern viel vorher, ne, in der Frühzeit. Und darauf wurde dann halt eben ganz häufig das Verhalten eines Menschen auch zurückgeführt. Ne? Das Verhalten eines Menschen wurde ganz häufig als Resultat zum Beispiel seines Schicksals angesehen. Das kennen wir ja in der islamischen Literatur als Kadesh. Das waren so die frühzeitlichen Erklärungen. Danach war es so, dass rationale Erklärungen in den Vordergrund kamen. Da kennt man halt eben vor allem halt den Sokrates, Platon, Aristoteles. Vor allem Sokrates ist ja in der islamischen Literatur dafür bekannt, dass er die Weisheit verknüpft hat mit das, was wir später als Offenbarung bezeichnen. Sie suchten nach Gründen dann für das Verhalten von Menschen. Und in diesen Erklärungen bekam die Seele zum ersten Mal so eine zentrale Rolle. Das heißt, das, was halt eben vorher mechanisch war, bekam halt eben jetzt eine ganz andere Position, nämlich die Seele. Und so entstand eigentlich auch tatsächlich die Philosophie in der Antike. In der islamischen Geschichte, wenn wir ganz häufig halt eben gucken, gab es verschiedene Strömungen. Die ersten Strömungen waren eher so von Neuplatonismus, sozusagen, aber halt eben auch von Avicenna ganz häufig geprägt. Das heißt, wir haben halt eben verschiedene Richtungen gehabt. Der erste Philosoph, den man vielleicht in der islamischen Literatur bezeichnet, ist Al-Kindi gewesen, lebt im 9. Jahrhundert. Und er nahm die Theorien von Platon, aber auch vor allem von Aristoteles auf. Deshalb halt wird das ganz häufig halt eben mit Al-Kindi als die Einführung oder der Einstieg der islamischen Literatur, in der islamischen Philosophie gesehen von Aristoteles in die islamische Philosophie. Al-Kindi versuchte natürlich Folgendes, oder dass er versuchte philosophische Grundlagen in Einklang zu bringen mit islamischen Grundlagen. Ne? Das heißt, er hat eben geschaut hat, was sagt eigentlich der Koran, was sagt halt eben, was sagen die Hadithe etc. Aber das hat er nur auf einer bestimmten Art und Weise gemacht. Später, aber auch zu seinen Lebzeiten, gab es einen anderen islamischen Denker, der Kalif der Abbasiden-Dynastie, Al-Mamun. Er war gleichzeitig auch der Vertreter der Mütterseliten, da komme ich gleich noch dazu. Das ist eher so eine rationale Denkschule im Islam, da komme ich gleich noch dazu. Was machte Al-Mamun? Er übersetzte griechische Werke ins Arabische, zum Beispiel Aristoteles, Platon etc. Und durch diese Übersetzungen kamen halt eben diese Werke auch in die arabische Welt. Und so verbreitete sich auch die also außerislamische Philosophie in der islamischen Welt.
El-Mamun ist gleichzeitig auch der Gründer gewesen der philosophischen Akademie Beitul Hikma. Und wie man aus dem Namen auch schon heraus ableiten kann, Beit heißt ja Haus und Hikma, wie eben schon gesagt, Weisheit, Haus der Weisheit. Und da wurde halt eben ganz, da wurden ganz viele Werke von nicht-muslimischen Philosophen übersetzt, kommentiert und diskutiert. Und im Laufe dieser Zeit entwickelte sich die islamische Philosophie, dass zum Beispiel Ibn Sina, bekannt auch in der europäischen Welt als Avicenna, sich entwickelte. Imam Ghazali wird auch als einer der wichtigsten islamischen Philosophen bezeichnet. Da komme ich gleich noch dazu, weil er eine ganz wichtige Rolle spielte. Sein Gegenpunkt war ganz häufig eben Rushd al-Royce, bekannt in Europa. Aber auch Muhyiddin al-Arabi kann man halt eben unter die islamischen Philosophen zählen. Innermuslimisch gab es verschiedene Ansichten, was die Philosophie angeht. Wenn wir zum Beispiel die Dichtungen oder die Erzählungen von Jalaleddin Rumi uns anschauen, also Mevlana, sehen wir ganz häufig ein Bild, eine Rolle eines Philosophen, wo der Philosoph nicht besonders klug ist, nicht besonders weise ist, obwohl der Philosoph ja nach der Weisheit trachtet, haben wir dort eine Position, die halt eben nicht besonders weise ist. Das heißt halt eben, das Rollenbild des Philosophen ist da eher so ein dämlicher Forscher. Bei Ibn Rushd und Ibn Sina wird es dann eben anders, weil Ibn Rushd und Ibn Sina waren selbst Philosophen, aber wurden ganz häufig von muslimischen Denkern als Nicht-Muslime betrachtet, weil Ibn Rushd und Ibn Sina übernahmen tatsächlich halt eben die aristotelische Vorstellung der Welt, dass das unabänderlich ist, dass das mechanische Bild der Welt wurde von Aristoteles übernommen. Und deshalb gibt es ganz häufig über Ibn Rushd und Ibn Sina viele verschiedene Anmerkungen, ob sie noch im Rahmen des islamischen Kontextes geblieben sind. So zum Beispiel Imam Ghazali, das sagte ja, der Gegenstück zu Ibn Rushd. Imam Ghazali verfasste eins seiner bekanntesten Werke, das in der islamischen Philosophie gelesen wird, Tahafut al-Falasifa, übersetzt wird das heißen, die Inkohärenz der Philosophen. Und dort kritisierte er eine bestimmte Art der Philosophie. Das wird immer wieder vergessen. Das heißt, Ghazali hat dort in diesem Werk nicht komplett die Philosophie verallgemeinert oder halt eben komplett die Philosophie außerhalb des Islams geschrieben, sondern er kritisiert eine bestimmte Art der Philosophie. Das werden wir gleich bei Bediüzzaman Said Nursi auch sehen. Und als Beispiel nennt er halt eben auch Ibn Rushd. Nach Ghazali hat man tatsächlich auch in der islamischen Welt eine andere Sichtweise der Philosophie wieder angenommen. Das heißt, man hat wirklich versucht, dann einen eigenen Weg der Philosophie anzustreiten bis zum 12. Jahrhundert, also bis eben Imam Ghazali war es. Wie genannt, so dass man ganz häufig Aristoteles und viele andere, vor allem halt eben aber Aristoteles und Platon übersetzt hat und versucht hat, auf in Anführungsstrichen islamischer Weise weiterzuentwickeln. Ab Ghazali änderte sich das und entwickelte halt eben einen tatsächlich eigenen Weg der islamischen Philosophie. Ibn Rushd, Ibn Ghazali hat ja ein Buch geschrieben gegen Ibn Rushd, schrieb dann aber auch ein Buch, nämlich Tahafut al-Tahafut, das heißt halt eben die Inkohärenz der Inkohärenz, wo er halt eben die Fehler seinerseits Ghazalis aufdeckte. Aber auch bei Bediüzzaman Said Nursi, wie gesagt, findet man ganz häufig halt eben diese Aufteilung der Philosophie, wie bei Ghazali. Also Ghazali und Bediüzzaman Said Nursi hatten die gleiche Sichtweise gegenüber der Philosophie, dass sie halt eben tatsächlich das aufteilten in positive und negative Philosophie. Das muss man wirklich halt eben trennen können, weil das ganz häufig, also im 12. Jahrhundert wurde es gemacht, aber ab dem 18. und 19. Jahrhundert war es wieder rückwirkend, sodass die Philosophie, vor allem halt eben auch die nicht-muslimische Philosophie, in der islamischen Welt ja fast verteufelt wurde, dass man das halt eben so als eine Wissenschaft angesehen hat, die komplett unislamisch wäre und so weiter. Aber wir sehen bei Ghazali, aber auch bei Bediüzzaman Said Nursi und bei vielen anderen Gelehrten, dass das eben nicht so ist. Ein Faktor ist zum Beispiel Muhyiddin Arabi, der von vielen, die halt eben nicht seine Werke kennen oder seine Denkweise, seine philosophische Denkweise kennen, ganz häufig auch kritisiert wird. Aber wir sehen zum Beispiel bei Bediüzzaman Said Nursi, dass er auch dort nicht verallgemeinert. Im 9. Blitz schreibt Bediüzzaman Said Nursi zum Beispiel über Muhyiddin Arabi: Muhyiddin täuscht nicht, kann aber selbst getäuscht werden. Er ist rechtgeleitet, aber nicht in allen seinen Büchern kann er recht leiten. Wir kennen das ja bei Muhyiddin Arabi. Schon im Vorwort seines Buches schreibt er: Diejenigen, die nicht unserer Schule angehören, sollten dieses Buch nicht lesen, weil sie das nicht verstehen können, weil er halt eben eine andere mystische und gleichzeitig philosophischen Weg eingeht, den jemand nicht verstehen kann, der nicht seiner Schule angehört. Und hier macht das bei dieser Zeit ist ja auch ganz deutlich. Er sagt, er ist Rechtleiter, aber nicht in allen seinen Büchern kann er recht leiten, kann er nicht jeden recht leiten. Was er sieht, sagt bei dieser Mann, ist wahr,
Aber es ist nicht die Realität. Das heißt, das, was Muhyiddin Arabi für sich wahrgenommen hat, ist aus seiner Sicht wahr, aber es ist nicht die Realität, die man verallgemeinern kann. Das ist ganz wichtig, um halt eben diesen Bediüzzaman Said Nursi auch zu verstehen, der tatsächlich halt eben eine andere Sichtweise, ähnlich wie Ghazali, hat, was die islamische Philosophie angeht. Was machte die islamische Philosophie, nachdem halt eben Ghazali wirklich einleitend die islamische Philosophie reformierte, ab dem 12. Jahrhundert? Was machte die islamische Philosophie? Sie beschäftigte sich dann nicht nur mit Themen, die vor ihrer Zeit vorhanden waren, wie bei Aristoteles oder Platon, sondern sie versuchte halt eben eigene Themenstränge zu finden. Zum Beispiel die griechische Philosophie, wenn man als Vergleich nimmt, setzte sich ganz häufig von der christlichen religiösen Dogmen ab, also vor allem von der Kirche später, ab dem Mittelalter. Aber die muslimischen Philosophen versuchten nun, das Denken, das islamische Denken mit der Philosophie zu verschmelzen. Das heißt, die islamische Philosophie versuchte eine Versöhnung der Religionswissenschaften, der Theologie mit der Philosophie. Die Themenfelder waren zunächst halt eben natürlich dann naturgemäß eher theologischer Basis. Das waren halt eben Themen in der islamischen Philosophie, zum Beispiel Beziehung zwischen Religion und Philosophie. Man philosophierte über die erste Ursache, also Schöpfungstheorien, wie ist alles entstanden, Gottesbeweise, also Evolution, Seele später. In der nächsten Phase der islamischen Philosophie sehen wir eher so die Themenfelder der Mystik, kommt halt eben eher zum Vorschein, und in der letzten Phase eher so die Naturwissenschaften, weil die Naturwissenschaften dann halt eben auch weltweit an Bedeutung gewinnen. Naturwissenschaft bringt auch gleichzeitig rationales Denken mit sich. Wir hatten ja eben Physik in Newton, sodass das natürlich insgesamt nicht nur in der islamischen Philosophie, sondern auch halt eben in der weltweiten Philosophie Einklang fand. Wir kennen heute noch die Verbindung zwischen Physik und Philosophie, dass sie halt eben im Einklang leben, parallel. Aber auch in der islamischen Philosophie bekamen die Naturwissenschaften und dadurch auch eben auch der Rationalismus eine bestimmte Form. Ich habe es eben schon erwähnt, in Form der mutazilitischen Schule zum Beispiel. Also es gibt die mutazilitische Schule, die Mutazililiten und die Escheriten. Und die sind halt eben immer in Konflikt gewesen. Und als Paradebeispiel, warum sie in Konflikt sind, wird folgende Begebenheit immer wieder wiedergegeben. Dem Imam Hassan wird eine Frage gestellt. Imam Hassan gilt übrigens als der erste, ja, muslimische Mystiker, würde man sagen, so in einer breiten Form. Ihm wird folgende Frage gestellt: Bleiben Muslime, die schwere Sünden haben, weiterhin Muslime? Das kennen wir aus der Fiqh, aus der Rechtsform des Islams, dass halt eben diese Frage eindeutig eigentlich beantwortet wird. Aber in der islamischen Philosophie hat man sich rational damit beschäftigt, die Mutazililiten. Und zwar hat der Schüler von Imam Hussein gesagt: Nein, das sind dann weder Muslime, noch halt eben sind das Nicht-Muslime. Was sind sie dann? Imam Hassan trennte sich dann von seinem Schüler Wasl bin Atta. Und Wasl bin Atta, weil er sich halt eben trennte, nannte man ihn halt eben Mutazile, also diejenigen, die sich trennen, abspalten. Also der arabische Begriff Mutazile heißt nichts anderes als abspalten. Und sodurch entstand die mutazilitische Schule, weil die mutazilitische Schule sagte: Wir müssen alles versuchen, erstmal rational zu erklären, wobei halt eben die Offenbarung eher so in der Prioritätslinie, in die zweite Linie kam. Deshalb konnte man diese Frage, bleiben Muslime, die schwere Sünden begangen haben, Muslime, auf rationale Art und Weise nicht klären, weil in der Offenbarung ist die Antwort ja ganz klar und deutlich: Selbstverständlich sind das Muslime, egal wie groß die Sünde ist, sie sind weiterhin Muslime. Aber die mutazilitische Rechtsschule sagte halt eben: Nein, wir müssen rational an die Sache gehen, und dann kommt erst halt eben die Offenbarung. Während die Eschariten sagten: Nein, also die Eschariten waren halt eben die Gegenspieler, die wird man dann halt eben ganz häufig als die Traditionalisten bezeichnen, manchmal auch orthodox werden sie auch bezeichnet. Sie sagten: Nein, wir schauen uns erst an, was die Offenbarung sagt. Und wenn die Offenbarung uns sozusagen in diesem Punkt, in einer bestimmten Fragestellung nichts liefert, dann schauen wir uns an, was ist halt eben rational, wie kann man das verstehen. Der zentrale Punkt ist halt eben in der islamischen Philosophie diese beiden Stränge gewesen. Schauen wir uns halt eben die Weisheit, die Hikma, den Sinn mit Offenbarung an oder ohne Offenbarung an. Ohne Offenbarung sieht das folgendermaßen aus. Wenn man sich so vorstellt, so ein Künstler, Leonardo da Vinci, oder irgendein anderer Künstler malt ein Bild und schreibt selbst eine Erklärung dazu, als Beispiel. Ohne Offenbarung wird das dann folgendermaßen aussehen: Der Philosoph liest diese Erklärung nicht, die der Künstler selbst zu seinem eigenen Bild gemacht hat, nicht, sondern macht seine eigene Interpretation. Und diese eigene Interpretation kann natürlich von 0% bis zu 100% stimmen, weil es halt eben eine Spekulation ist.
Und wie sieht es mit Offenbarung aus? Mit Offenbarung würde es folgendermaßen aussehen. Das hatten wir das Beispiel ja eben auch. Man schaut sich das Bild an, aber man liest auch die Erklärung des Künstlers und erkennt dann zu 100%, was der Künstler eigentlich damit sagen will. Also man muss dann nicht mehr spekulieren. Also die islamische Philosophie spekuliert erst dann, wenn die Offenbarung einen Sinn, eine Weisheit eigentlich nicht weit weitergibt. Denn der Sinn der islamischen Philosophie ist nicht, selbst zu philosophieren. Also es gab zum Beispiel Philosophen, die halt eben des Philosophieren Willens philosophiert haben. Die islamische Philosophie sagt, nein, das kann nicht Sinn des Philosophierens sein, nur über etwas nachzudenken, sondern das Ziel muss sein, die Hakika, also die Realität herauszufinden, die Weisheit herauszufinden. Und das geht natürlich vor allem halt eben, wenn man das verknüpft mit der Offenbarung.